Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boink und das ist das Gruselhotel vom Vampire the Masquerade Bloodlines. Ups, das wollte ich ja eigentlich aufnehmen hier. So, was ist das? Was ist das? Keine Ahnung. So, schauen wir mal, dass wir hier rauskommen, so schnell wie möglich. Bisschen dunkel hier. Oh, die Spieluhr hat aufgehört. Hier ist nur Dunkelheit, sonst nichts. Uah! Boah. Junge. Oh, da hinten war der Geist. Jetzt sind hier Spinnweben auf einmal. Na. Okay. Oh, von allen Seiten hier angegriffen. Ich weiß, dass diese Quest oder dieses Hotel hier ziemlich verbuggt war. Ich hoffe, das wurde mittlerweile gelöst. Okay. Fällt der runter? Hier los. Ist irgendwas abgefackelt. Magisches Feuer. Sieht schon schön aus. Oh, hier ist der Dachstuhl auch ausgebrannt. Oh, hier fackelt jetzt alles ab. Ich bin jetzt fast tot. Gucken, ob wir uns ein bisschen erholen können. Die Items nutzen auch gar nichts, kann das sein? Habe ich nicht Blut gekauft? Ah, da. Blutpack. Aber das nutzt ja nichts. Was davon steigert denn unsere... Regeneration? Auch nicht. Gar nichts. Okay. Jetzt ungern hier einfach nur so rumsitzen, aber. Oh, Watchtower. Ist wirklich sehr dunkel hier, vielleicht. Oh, das ist aber schön. So sah es hier mal aus. Kann man durchaus sich drin wohlfühlen, aber kein Wunder, dass hier alles abgefackelt ist, wenn hier offenes Feuer rumsteht.
So, wir haben das, was wir wollten. Jetzt müssen wir hier nur raus. Das war's doch, oder? Genau, wir müssen zu Therese zurück. Das geht doch gleich alles hier hoch, oder? Oh. Möchte ich das wirklich? Können wir hier unten durch? Schade. Oh Gott, Gott sei Dank, kein Fallschaden. So, ich möchte dieses Horrorhotel bitte verlassen. Schnellstmöglich. Auf niemals Wiedersehen. Haben wir alles abgeschlossen hier. Okay. Yo. Einmal durchatmen. Das hat doch wirklich was vom Overlook Hotel. Hinsetzen. Quietsch. Eigentlich ist es egal, wo wir hier rausgehen. Kurz orientieren. Da ist das Asylum. Oh ja, ich habe dich sehr vermisst. Hier. Boah, wie die abgehen. Hau mal zu. Danke. Ah, es gibt wieder ein Content-ID, Tag für das Lied. Aber heute übrigens hat sich die GEMA mit YouTube geeinigt. Da hat sich das wahrscheinlich eh erledigt. Ich speichere die mal vorher. Hey, Girl. How odd. I was just having naughty... Really? Do I often pogo stick through your thoughts? Ja, ich kann nur an dich denken. Be honest. Or don't. What all suede kittens do? On hands and knees, you lap up the milk of me. You purr, kitten, like dragonflies buzzing around frog bellies. So, Therese told me you might be back with something for her.
Do you have it with you? Geben wir es ihr oder Therese? Wir geben es ihr. Like a knight in shining armor, dangling at the end of a noose. That was cliche and predictable, but you can say it any time, and I'll act like you were the first and only. Oh, did she now? I spend a few nights with Bertram and all of a sudden he's the pox of Santa Monica. Paranoia and Komm, wir wollen diese Sache jetzt erledigt haben. Mach hin, Mädel. Indulge my curiosity. What did you really think of Therese? Tja, was sag ich jetzt? Wir sagen mal 4. There are nuns that sin more often than her. In fact, she won't even feed unless it's poured into a glass for her. Myself, I like to bite. Oh, I wish I could do something about it, but Bertram won't believe it's off until he hears Therese say it's off. And as I told you, I'm really not sure where Therese is. However... Would if I could, kitten. So sorry. But she doesn't tell me much about her business. But I do know something you could do for us in the meantime. Ach nö, schon wieder eine Aufgabe. Do you know Gallery Noir down the street? I happen to know there's a charity event being organized there. Lots of influential Santa Monicans slithering in for token appearances. But there's one thing they don't know. The whole event's been set up by a kindred trying to establish their own power clique in our city. And we can't let that happen, can we? So I need some brilliant young upstart to spoil the milk. I promise this won't take long. Take this knife. Give the paintings in the gallery a good slashing. Don't get caught, and don't turn it into a massacre. And steal the charity box, would you? Buy yourself something velvet. I'm sure Therese will be thrilled to honor your agreement when you get back. But in the meantime, get to the museum and ruin those paintings. Then pay me a visit. I want to hear all about it. Hurry up. I can only amuse myself for so long. Oh, okay, wir müssen... what was it? I can't remember. Oh well, have fun, Duckling. Ja, Mädel, alles. Gut, wir müssen jetzt in eine Galerie einbrechen und dort die Gemälde zerstören. Aber irgendwas ist da mit den Gemälden, was ihr nicht mehr eingefallen ist. Should I draw a map for you? The gallery's right down the street. Das wird kein Geschenk. Aber egal, wir gehen mal hin und kümmern uns um diese Angelegenheit, weil Therese ist irgendwie weg. Und Janet weiß nicht, wo sie ist. Toll. Ja, naja. Also beschäftigen wir uns damit erstmal. Hoffentlich ist die Sache dann erledigt. Ich brauche mal andere Klamotten. Das sieht überhaupt nicht toll aus hier, was wir anhaben. Hey. Hey, Girl. Hängt aber ganz schön tief, das... Naja. Gehen wir mal nicht weiter drauf ein. Wo ist denn die Galerie? Galerie Noir. Habe ich hier irgendwo gesehen. Ah, ist doch da hinten, oder? Also ich finde so Grafik und so ist okay, auch noch heute okay. Aber die Animation, oh mein Gott. Also zumindest die, diese hier sind echt suboptimal. Wie geht's dir denn? Ja, der will irgendwie nichts von uns, egal. Gehen wir erstmal schön nach Hause und gucken, ob da irgendwas Neues gibt. Und dann widmen wir uns der Galerie Noir. Postbox leer. Hello. Auch hier ist keiner. E-Mails 0. Okay, dann können wir wohl weitermachen. Zumindest einmal abchecken.
noch kurz die Welt retten. Wo ist denn hier unser Freund, der Obdachlose hier? Der versteckt sich hier. Da ist die Galerie, glaube ich. Was macht denn der Polizist da an der Ecke? Hello. Hey, hold on a minute there. I'm afraid you're committing a 351. Ich darf die Wumme nicht was? Ach, der lässt uns nicht durch, okay. Ah, wir nehmen mal Variante 2. Well, Missy, that's just a natural response that people have to someone in my kind of position. Ein bisschen anmachen, den Typen. Ja, reagiert er zumindest drauf. Yeah, you know, you'd be surprised how often I hear that in this line of work. It's a uniform, you know. Women just can't get over a uniform. Hör nicht auf damit. Unfortunately, if I continue to engage you in conversation... Och, Mensch, ich will doch nur vorbei. So, erstmal schön reingehackt. Der schon mal außer Gefecht. Hat er den da fallen lassen? Oh, den Schlüssel zur Galerie. So, dann gehen wir mal rein. Wir haben ja einen Schlüssel, ne? Okay. So, ist relativ leer. Da ist die Kasse. Wollen wir die beklauen? Wie viel ist denn da drin? 250. Ja, nehmen wir mit. Humanity lost, aber das ist mir egal. Wie viel? Wir haben ja noch genug Humanity, oder? Naja, relativ gesehen. Kain tötet Abel. Ein sehr tolles Bild. Oh, hier macht Kain etwas ganz Tolles mit Lilith. Kain wurde von Gott verflucht. Und Kain trifft sich mit Lilith. Also, wir müssen, soweit ich mich erinnere, müssen wir die Bilder in einer vorgegebenen Reihenfolge bearbeiten. Ansonsten haben wir ein Problem. Und ich würde vorschlagen, weil wir sind ja nicht wirklich stark und so, wir speichern das Spiel mal und dann versuchen wir es. Save the game. Save game, jawohl. Ich hole mal mein Messerchen. So, was ist denn das Erste? Trifft sich Kain zuerst mit Lilith, wird dann von Gott oder das hier. Ich weiß es nicht genau. Cursed by God. Tötet er erst Abel, trifft dann Lilith, dann killt er Lilith oder hier, dann passiert das da. Was heißt denn Spurns oder Spurns? Machen wir jetzt mal das hier. Trifft er dann Lilith? Ah, falsch. Okay, dann vielleicht das hier. Dann... Nee. Okay, Moment. Das hier. Dann das hier. Okay. Dann das hier. Und dann das da.
Oh, das ist nicht gut. Bin einfach viel zu anfällig hier. Was ist denn mit der Wumme? Ganz ehrlich, diese Kämpfe sind für den Arsch. Die sind wirklich für den Arsch, weil, ja, keine Ahnung, wir hier keine Chance haben. Ach, oder haben wir nicht die richtigen Waffen? Ich weiß es nicht. Was ist denn mit dem Messer? Wie stark ist denn das Messer? Potenzial 14. Okay. Versuchen wir das mal. Können wir uns auch noch ein bisschen hier hochpowern. Stärke. Machen wir mal das hier. Das ist ein bisschen müßig. Also. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Geht auf jeden Fall besser mit dem Messer. Komm, einmal noch. Jawohl. Okay, Messer war eine gute Idee. Das packen wir mal lieber weg. So, wie sieht es jetzt aus? Wir haben es erledigt. Okay, es war vielleicht nicht eine gute Idee, Janet das Ganze zu geben, aber... Ach, wir haben im Hotel doch noch was vergessen. Vielleicht müssen wir nochmal zurück und das Ganze erledigen. Aber bevor wir das machen, machen wir kurz einen Break. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.